Dort, Freunde, auch zu Hause. Schön, dass Sie auf Anhieb den richtigen Sender gefunden haben. Ja, ja, so schlau ist ja nicht jeder, ne? Ich bin dümmer, als ich dachte. Also ist das Thema heute Abend. Mein erster Gast, der ist so mutig, das auch im Fernsehen zu sagen. Das ist Manne. Manne, Sie, warum sind Sie dümmer, als Sie dachten? Was? Ich bin Automechaniker. Ja, Automechaniker, sowas Dummes, ne? Meister, jetzt komm mir mal nicht so, ja? Hör mal, du hast gesagt, dass du mich zuerst in meinen Beruf fragst. Ja, da hab ich wohl geflunkert. Ich schlingel. Ich schlingel dir gleich mal ein paar, ja? Ich hab nur Automechaniker gesagt, weil ich mir das zurechtgelegt habe. Jetzt stehe ich hier wie der letzte Harry. Harry, ja. Fahr schon mal den Wagen. Nee, komm, jetzt im Ernst. Also, ärgern Sie sich nicht, dass Sie sich jetzt blöd vorkommen. Ne? Sie sind ja auch zum Thema Ich bin dümmer, als ich dachte, eingeladen. Ja, alles ne? Klar. Ja. Gut, warum sind Sie denn dümmer, als Sie dachten? Ja, das hat mit meinem Freund Holgi zu tun, ja. Ne? Also der Holgi und ich, wir machen nämlich Crash Driving. Ja. Super, ja. Super. Was ist das? Also der Holgi und ich, wir motzen alte Schrottkarren auf, ne? Mhm. Und crashen dann volle Möhre ineinander. Ja. In der Innenstadt. Ja. Nachmittags, wenn es am vollsten ist. Ja, heißt ja auch, Stoßzeit, nicht? Jetzt hat sie die Polizei erwischt. Nee. Nee? Ich bin versehentlich in die falsche Karre gecrashed, ne? Nicht in dem Holgi seine alte Schrottgurke, sondern in dem Wagen von so einer Tussi. Ja, hast du sie nicht gesehen? Den Wagen schon, aber ich dachte, da sitzt der Holgi drin und wartet darauf, dass ich ihm reinfahre. Ja, die Tussi aber nicht. Nee, Logomeister, voll die Verwechslung. Ich tue sie voll rein, ne? Ja, ja, ja. Ich nehme halt durch, was ich dachte. Ja, auch da können Sie uns gleich noch von überzeugen. Ja, erholen Sie sich erstmal draußen. Ja, ja. Ja, ja. Gibt's da Alkohol? Dann Alkohol, ja. Alkohol. Ja, müssen wieder gefahren, ne? Ja, ja. Ja, Freunde. Ein Mann steht zu seinen Fehlern und sagt, ich bin dümmer, als ich dachte. Und hier ist die Ehefrau von unserem Crash-Manne. Hier ist Marielle Wehmeyer. Hallo. Sind Sie das, nicht? Marielle, Sie wollen ja heute Ihrem Mann ein Geständnis machen. Ja, das muss jetzt endlich mal raus. Ja, Marielle, es ist schön, dass Sie jetzt live vor Millionen von Zuschauern hier Ihrem Mann heute Abend sagen wollen, dass Ihr Kind gar nicht von ihm, sondern von seinem besten Freund Holgi ist. Nicht? Das haben Sie ihm ja 8 Jahre lang verschwiegen. Moment mal, das wollte ich doch erzählen. Ja, das werden Sie auch, ja? Sie werden gleich hier für Manne ganz mutig und vor Holger hintreten. Was, der Holgi ist auch dabei? Ja, ja, sicher. Ja, das sind doch Spitzengäste zum Thema Ich bin dümmer, als ich dachte. Ne? Was? Ja. Ich denke, das Thema ist, verzeih mir, ich habe dich angelogen. Ja, stimmt. Marielle, verzeihen Sie mir, ich habe Sie angelogen. Ich bin doch so doof und fall auf sowas rein. Ja, Mensch, da sind Sie doch auch ein Spitzenkandidat zum Thema Ich bin dümmer, als ich dachte, ja? Gehen Sie auch noch raus, Sie können es auch gleich. Wir freuen uns alle, wenn Sie wieder da sind. Nein? So. Talkfreunde, ist das nicht ungeheuerlich? Da wird eine Frau mit falschen Versprechungen in eine Talkshow gelockt und dann vor laufender Kamera bloßgestellt. Wie sie damit fertig wird, das erleben wir gleich. Aber zuerst kommt noch mal Manne Wehmeyer und sein bester Kumpel. Manne, einer alleine kann nicht so doof sein. Haben Sie noch einen mitgebracht? Spaß in der Backe, wa? Das ist mein Kumpel, der Holgi. Ja, und Sie machen ja Crash Driving. Ja. Ich bin dümmer, als ich dachte, ist das Thema. Und Holgi, was haben Sie denn dazu zu sagen? Ich meine, eine Menge, sonst wären wir ja auch nicht hier, ne? Ja, ja, das leuchtet ein. Wo wären Sie denn, wenn Sie nicht hier wären? Ja, in der Werkstatt, auf Arbeit. Ja. Der Mann und ich, wir haben nämlich eine astreine Kfz-Werkstatt in Dorsten. Jo. Holgis und Mannes Werkstatt. Wir kriegen jede Karre wieder flott. So, das war jetzt Schleichwerbung. Wieso Schleich? Ich sag das doch ganz offen, ne? Holgis und Mannes Werkstatt. Darum sind wir ja auch hier, um ein bisschen Werbung zu machen. Ja, Werbung für Holgis und Mannes Werkstatt. Ja. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht in Holgis und Mannes Werkstatt arbeiten? Crash Driving! Aha. Ja, zuerst gehen wir erstmal auf den Schrottplatz, ne? Da suchen wir uns 2 alte Kisten aus und dann schrauben wir so lange dran rum, bis sie wieder flott sind. Mhm. Ja, und wenn die wieder flott sind, ne, dann verabreden wir uns in der Innenstadt. Mhm. Auf die dickste Kreuzung oder am größten Parkplatz, je nachdem, wo wir gerade Bock drauf haben. Ja. Ja, dann kommt der Holgi mit seiner alten Schüssel von Süden, ne? Und dann kommt der Manne mit seiner alten Schleuder von Norden. Ja, und dann in der Mitte
Karren kaputt fahren. Volle Kanne. Voll gegenseitig. Voll Totalschaden. Voll Kasko, hoffentlich. Meister. Was haben wir denn mit der Versicherung zu tun? Die Karren haben doch falsche Kfz-Kennzeichen. Menneke, verstehst du den Spaß? Die Karren total verkeilt, mitten in der Innenstadt. Voll am Dampfen. Und Sie dampfen dann einfach so ab? Ja, Logomeister. Wir hüpfen raus aus den kaputten Karren und gehen stiften. Sagen Sie mal, haben Sie gar keine Angst, dass Ihnen da was passiert? Ach Quatsch, wir tragen nur Helme. Mit Helme ist todsicher. Da könnte man und sein kleiner Sohn mitfahren, wird nichts passieren. Ja, 8 Jahre ist der Fred, ne, aber schraubt schon wie ein Weltmeister. Was denn, Sie haben ein kleines Kind dabei, wenn Sie Crash driven? Meister, ich denke, du hast uns hier eingeladen, damit wir über unseren Supercrash reden und nicht über den Kleinen. Ja, ey Geselle, der Meister weiß schon, was er hier fragen muss, ne? Holgi! Erzählen Sie doch mal, wie war das mit Ihrem Super-Super-Crash? Also der Mann und ich, wir hatten uns zum Crashen verabredet. Ja, auf dem Aldi-Parkplatz, ja, ne? Holgi Südeinfahrt, ich Nordeinfahrt und dann... Punkt 4 Uhr, Crash-Driving! So, ja, jetzt ist gut, jetzt kommen Sie mal auf den Punkt. Trash-Talking! Bin ich doch gerade bei, du Bremsgesicht. Also auf dem Weg zum Crash, da ist mir die Karre total verreckt. Ja, und innerhalb von 20 Minuten hat der Holgi die halbe Karre auseinandergeschraubt. Die halbe Karre? Und der Fehler war in der anderen Hälfte? Nix Fehler, der Sprit war alle. Die verkackte Tankanzeige von der Mühle war im Arsch. Ja, und deshalb ist der Holgi eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ich bin auch echt so ein Depp. Tank, da hätte ich auch wohl noch drauf kommen können. Hör mal, der Depp war wohl ich, oder? Also ich stehe Punkt 4 auf dem Parkplatz, ne? Helm auf. Sehe ich so eine rote Karre einbiegen. Meine Karre war nämlich rot, knallrot. Ich sehe also den Wagen, ne? Nimm Maß, fahr los und Vollspeed rein in das Teil. Ja, und dann? Ich habe mir gedacht, Mensch, was ist der Eugen denn für ein Weichei? Ey, der bremst ja, der ist doch voll gegen die Regeln. Ja. Voll gegen die falsche Karre. Ja, dann hat auch schon so eine Tussi aus dem Wagen geschossen, ne? Und brüllt mich an, so voll hysterisch. Führerschein, Versicherung, pipapo. Ja, apropos Po, Manne, was haben Sie denn da gedacht? Ich habe mir gedacht, Mensch, Manne, das ist ja gar nicht im Holgi seine Karre. Ja, verfahrene Situation, ne? Aber als die Tussi dann was von Versicherung erzählt hat, ne? Ja. Da kam mir die Spitzenidee. Da hat der Mann ihr nämlich versichert, dass er sofort wiederkommt. Ja, dann hab ich die Biege gemacht, ne? Was denn, Sie haben die arme alte Frau da allein in ihrem Wagen gelassen? Ja, und als ich eine halbe Stunde später auf den Parkplatz kam, da war die nicht mehr alleine. Abschleppdienst, Polizei. Da habe ich natürlich dann auch die Biege gemacht. Ja, und außerdem, die Tussi sah gar nicht so arm und alt aus. Ja, sondern reich und jung, das klingt gut. Das wollen wir uns anschauen, Talkfreunde. Hier ist die Frau mit dem kaputten Auto. Hier ist Lisa Röhrl. Hi, ich bin die Lisa. Die beiden Eierköpfe hier sind dümmer, als sie denken, wenn sie glauben, dass sie den Schaden nicht zu bezahlen brauchen. Ich will mein Geld. Jetzt. So. Lisa, herzlich willkommen. So, jetzt schildern Sie doch mal den Unfall aus Ihrer Sicht. Ja, da war nicht viel mit meiner Sicht. Also, ich biege auf den Parkplatz ein, sehe eine Schrottkiste von Auto auf mich zurasen, trete die Bremse und BOOM! Ja. Hat's doch schon geknallt. Ja, Ihnen ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Gott sei Dank. Ich fahre mit Sportgurten und Überrollbügel, die nageln dich am Sitz fest. Oh, wer möchte da nicht mit den Gurten tauschen, ne? Ich meine, gut, dass alles so gut verlaufen ist. Nix ist gut. Hier ist der Kostenvoranschlag für den Schaden. Schauen wir mal. Fühlergreife. 42.400. Plus Mehrwertsteuer. Ja. Und die Summe sollen die beiden hier auf den Tisch legen, klar? Tja, Cash-Driving, ne? So kaputt waren die Karren noch gar nicht. Haben die da goldene Schraubenschlüssel in der Werkstatt oder was? Die alte ist doch voll über das Ohr gehauen worden. Ja? Ah ja? Ich fahre einen Original Porsche Carrera von 1962. Und zwar den 695. Den Prototyp, von dem es nur 20 Stück gab. Der mit der T7-Karosserie, die danach nicht mehr gebaut wurde. Bingo! Und deshalb kann man die kaputten Blechteile auch nicht nachkaufen, sondern muss sie per Hand anfertigen lassen. Ja, ja. Was würde denn so eine Reparatur in Holgis und Mannes Werkstatt kosten? Schätzungsweise über den Daumen. Ja, so 42.000? Quatsch, nicht so viel. 41,5 maximal. 42.000 Öcken, alter Schwede. Da musst du lange mal lochen, bis du die Kohle wieder drin hast, du. Alter, wieso ich? So machst du ein Ei am Wandern oder was? Wer hat die Sache denn versemmelt? Erzähl du mal der Tussi, wie dämlich du dich angestellt hast. Nenn mich noch einmal Tussi, ihr Würfelgesichter. Und ihr habt keine Probleme mehr mit Wandereiern. Ja, ich meine, solche Töne nicht in meiner Sendung. Hör mal, du hörst ja doch gleich ganz andere Töne in deiner Sendung. Genau, wir regeln das nämlich jetzt mal unter Kerle. Ja. Hör mal her,
Hör mal, ein Typ, ne? Der zu dämlich ist zum Tanken, der ist kein Mechaniker, der ist. Der Talkmaster ist der! Das war dein Todesurteil, du. Hey, hey, immer schön cool bleiben, Jungs. Und setzen! Ja, danke, Lisa, dass Sie sich so um den Frieden in meiner Sendung bemühen. Mit Kieferbruch nutzen wir die beiden nichts. Ja. Da können Sie nicht arbeiten und somit auch nicht die Raten bezahlen. Also, wer von euch beiden übernimmt denn das jetzt? Der da! Wer hat denn bei dem Unfall am Steuer gesessen? Die da! Lisa! Haben Sie denn nicht gesehen, wer beim Unfall am Steuer gesessen hat? Ja, wie sollte ich denn? Ja? Der Typ hatte ja einen Helm auf. Das haben wir gerne. Unschuldige Leute beschuldigen. Hey, was läuft denn ab? Herr Kaiser, Sie wissen doch, wer den Wagen gefahren hat, oder? Ja, aber ich darf es leider nicht verraten. Beißt Geheimnis. Ich dachte, das gibt's nur bei Fliege. Ja, ach Gott, der leiht mir das manchmal, nicht? Ein Teufelskreis. Lisa hat einen zerbeulten Wagen. Und weiß nicht, wer der Schuldige ist. Da hätte die Tusse eben besser hingucken sollen, ne? Ja, ein verzwickter Fall, wenn das Video nicht wäre. Ach, es gibt ein Video von dem Unfall? Ja, nein, noch nicht, aber wir können ja eins drehen. Wozu haben wir hier die vielen Kameras, nicht? Und da ist auch schon Marco Mommsen! Jetzt wird der Unfall mal schön nachgestellt, ja? Crash-Nachstelling! Ich hab keinen Bock auf Nachstelling. Schon gar nicht auf diesen popligen Kisten. Ich will mein Geld. Ach, Lisa, jetzt seien Sie doch nicht undankbar. Wir tun hier alles, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Crash-Wreck-Spracking. Und Sie haben nur Töne der Verachtung dafür übrig. Echt? Genug geredet, ja? Jetzt seht ihr mal schön hier auf die Dinger drauf. Und dann wird das mal schön nachgespielt. Ja. Danke. Ja. Ja, und der Schuldige. Und der Schuldige, der fährt der Lisa jetzt mal rein. Ja? Oh, Spaß ist es. Sie sind ja wahnsinnig. Wahnsinnig, also schuldunfähig. Holgi hat es sich so zugetragen. Nee, ich bin noch nie im Leben mit so einem Ding gefahren. aber kleiner Junge, der fährt Go-Kart. Nee, vielleicht weiß der ja, wer gefahren ist. Ja, stimmt, Mann. Sie haben ja noch ein Kind und eine Frau. Ja, Logo. Hm. Wollen wir sehen, wie lange noch. Doch, Freunde, hier ist Mannes Frau. Hier kommt Marielle Wehmeyer. Ich denke, du passt auf den Jungen auf. Manne, genau darum geht es. Ich muss dir jetzt endlich was gestehen. Hat mit dem Jungen zu tun. Na, was ist mit unserem Fred? Ja, mit dem Fred ist nix. Mit dem Unser ist was. Der Fred ist nicht unser Sohn. Ja, Marielle, das ist ja unglaublich. Schön, wie schnell Sie hier erzählen. Wer ist denn dann die Mutter? Du bist ja noch blöder, als ich dachte. Ja, fragen Sie doch mal, wer der Papa ist. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp. Es ist ein Mann von einem Manne direkt in Ihrer Nähe. Aber hier sitzt doch nur ich. Mhm. Dann bist du es wohl. Ich fasse es nicht. Also jetzt gebt schon endlich zu, wer von euch beiden ist mir reingefahren? Mensch, bei euch ist doch sowieso schon alles egal. Ja, Talkfreunde, sind Holgi und Manne so blöd, die Schuld an dem Crash einzugestehen? Wer ist der zukünftige Vater von Fred? Und was sagt eigentlich Holgers Freundin dazu? Wir werden es erleben. Ich sag mal, weißt du, wie lange ich an der Kiste rumgeschraubt habe? 8 Jahre. Und? Wie lange habe ich für den Jungen bezahlt, an dem du rumgeschraubt hast? Freunde, da sind wir wieder. Ich bin dümmer, als ich dachte. Das ist heute unser Thema. Und Manne hat gerade erfahren, dass das Kind seiner Frau gar nicht von ihm, sondern von seinem besten Freund stammt. Manne, wie fühlt man sich nach so einer Nachricht? Ich glaube, ich bin blöder, als ich dachte. Ja. Und Holgi, Sie als frisch gebackener Vater? Ich habe da echt nicht mit gerechnet. Ja, vielleicht sollten Sie noch mal zum Thema kommen. Ich bin potenter, als ich dachte. Manne, ich kann dir das erklären. Ich auch. Da gibt's die Bienchen und die Blümchen. Ich weiß, wie das geht.
Seit wann geht das so? Ey, Mann, das war echt nur einmal. Voll die Ausnahme. Ja, die Sprüche kenne ich. Ja, Marielle, wenn Sie doch nur einmal mit dem Holger. Woher wissen Sie denn, dass das Kind vom Holger stammt und nicht vom Manne? Weil der Manne und ich in diesem Jahr überhaupt nicht miteinander... Ja, den Bums mit meinem Wagen hat die Manne gereicht. Ich weiß gar nicht, was die damit sagen will. Die redet von irgendeinem Unfall, den die mal hatte. Genau. Wer von euch beiden war der Fahrer mit dem Helm? Jetzt gebt's doch endlich zu! Ja, da haben die beiden wohl so eine Helmschwelle, nicht? Ja, jetzt lassen uns lieber über das reden, was Marielle und Manne nicht hatten. Muss das sein? Nee, müssen nicht, aber warum nicht? Marielle, also bei zwischen Ihnen und Manne war Schicht im Schacht, Betriebsferien, tote Hose. Aber ich hab ja gleich tote Hose, ne? Ich muss mich um die Werkstatt kümmern. Ja, also ja, Sie haben an Autos rumgeschraubt und nicht an Ihrer Frau? Ein Teufelskreis. Der Mann, der war halt dauernd unterwegs. Hm. Autoteile kaufen, Autoteile verkaufen, hm. Autos reparieren. Ey, du Trottel. Bist du nie auf die Idee gekommen, dass du als Vater gar nicht in Frage kommst, wenn da nichts lief zwischen dir und deiner Frau? Ja, genau, Mann. Haben Sie sich da gar keine Gedanken drüber gemacht? Nee, irgendwie nicht, ne? Hm. Ich muss mich um die Werkstatt kümmern, da habe ich nicht den Kopf frei für solche Hobbys. Was sagst du dazu, du Hobby? Was ist los? Deine Ehe ist dein Hobby? Ist es da ein Wunder, dass ich mich da einsam gefühlt habe und mich einmal hab trösten lassen? Weil jetzt nicht Raffe ist, ne? Ja. Der Holger hat sich da auch um die Werkstatt gekümmert, der hat auch keine Zeit für sowas. Nee, Mann, an dem Abend da habe ich auf dich gewartet, bei der Marielle. Und aus lauter Langeweile habt ihr ein bisschen was getrunken? Total viel haben wir getrunken. Ja, und da hat der Mann angerufen, dass er auf der Autobahn liegen geblieben ist. Ja, und dann sind Sie mit dem Holger auch gleich liegen geblieben. Spitzenkumpel bist du mir, du. Herr Kaiser, wissen Sie eigentlich, wie man sich fühlt, wenn man so einsam ist? Nie ein schönes Wort, ja. Keine Zärtlichkeiten, keine lieben Blicke. Ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen kann. Ehe. Ehe wir hier noch endlos über eure privaten Katastrophen weiterquatschen. Wart ihr eigentlich am Tag des Unfalls auch besoffen? Nee, da war ich nüchtern. Da musste nüchtern sein beim Crash. Beim Autoreparieren in der eigenen Werkstatt. Auf jeden Fall habe ich das an dem Abend dem Holger mal alles erzählt. Mhm. Mama hätte das auch mal erzählt. Habe ich deswegen gleich mit ihr geschlafen? Ja, wenn sie doch wollte, was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich sagen sollen, hau ab? Wäre doch voll unhöflich gewesen. War ja schließlich die Frau von meinem besten Kumpel. Ich habe mich damals endlich mal wieder so richtig geliebt gefühlt. Ja, ja. Und dann haben sie sich ja auch danach richtig schwanger gefühlt. Ne? Und ich fühle mich richtig um mein Geld gebracht. Ja, jetzt fragen Sie doch einfach mal den Mann. Der hat ja schon 8 Jahre lang für ein fremdes Kind bezahlt. Hör mal, der Frieder ist kein fremdes Kind. Das ist wie ein eigenes für mich. Ich meine, war ja auch bis vor 5 Minuten, ne? Für mich ist er auch wie ein eigenes Kind. Hm. Auch schon bevor er das war. Das stimmt. Die hängen euch beide an dem. Der Fred ist auch immer bei den beiden in der Werkstatt. Ja. Was bringt denn eigentlich so eine Werkstatt, wenn man die pfänden lässt? Ohne den Fred ist die Werkstatt eh nichts wert. Ja, Freunde, Marco Mommsen hat die beiden liebenden Väter und den kleinen Fred in ihrer Werkstatt besucht. Bitte Film ab. Ja! Ja, hallo Talkfreunde. Wir sind hier bei Manni und Holger in der Werkstatt. Hörst du jetzt auf damit, du ungezogen? Ja, yeah. Sprich nicht so mit meinem Jungen. Genau. Was für ein lebhaftes Kind. Logo. Der Kleine wird mal genau wie wir. Ja. So ein richtiger Crash-Driver. Crash-Driving! Ja, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Ich fahr dich kaputt. Crash-Driving! Crash! Spiel schön, Fred. Voll schnell, der kleine Go-Kart, hä? Logo, wir kriegen nämlich alles wieder flott. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht auf fremde Leute parken? Crash-Driving! Ja, Mensch, Manne! Manne und Olga, euer Fred, das ist ja ein richtiges Wunsch, also Wunderkind, nicht? Also Marco Mommsen hat ihn gleich in sein Herz geschlossen. Ja, jeder, der zu uns in die Werkstatt kommt, muss den Fred gleich so richtig lieb haben, ne? Ja. Richtig, sonst kriegt er nämlich so richtig eine rein vom Manne und von mir, ne? Ja. Mama, kann ich nicht bei dir wohnen? Herr Manne, jetzt lass uns doch nicht alle fallen.
Ich lieb dich doch. Und der Holgi ist dein bester Kumpel. Nur ein kleiner Verkehrsunfall kann doch mal passieren. Finde ich auch. Wenn danach die Rechnung beglichen wird, schwamm drüber. Außerdem ist das 8 Jahre her. Ja, wann verjähren eigentlich uneheliche Kinder? Ich bin, glaube ich, der Einzige, der sich hier fragt, wie es dem kleinen Fred dabei geht. Wieso? Da achten wir doch alle drauf. Ja, ich bin der einzige Mensch, der sich fragt, was in dem kleinen Waisen vor sich geht, wenn er das alles erfährt. Wieso Waise? Der hat doch jetzt noch einen Vater mehr. Ja, 2 Pappköpfe mit einer Menge Schulden. Das arme Kind. Ey, red nicht so über meine Familie. Ja, wer weiß denn schon, was in einem so winzigen Köpfchen vor sich geht, wenn es erfährt, dein Vater ist nicht dein Vater. Das kann sich hier gar keiner vorstellen. Aber du kannst dir das vorstellen, ne, Meister? Ja, das kann ich. Ich habe das nämlich selber erlebt. Ich war 17 Jahre alt, als meine Mutter mir sagte, TV, das hat sie wörtlich gesagt, dein Vater ist nicht dein Vater. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich habe sofort, ja, mein Vater, den ich so verehrt hatte, ich habe das Poster sofort von der Wand runtergenommen. Sie hatten ein Poster von Ihrem Vater an der Wand? Ja, natürlich. Wieso denn nicht? Der hat doch nicht bei uns gewohnt. Das trage ich immer bei mir. Schauen Sie mal. Da ist er. Ja, in Lebensgröße. Mein Vater. Und da ist Ihnen schon vorher aufgefallen, dass das eigentlich Ihr leiblicher Vater gar nicht sein kann? Ja, ja. Nee, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Also bei dem Talent hätte ich eigentlich das Singen lernen können müssen. Ne? Aber ja, nein, noch nicht mal. Das Talent habe ich von ihm gelernt, geerbt. Ich bin untröstlich. Es macht mich richtig traurig. Da kann mir ja nur eines helfen. Ich sagte nur eines trösten. Eines. Ja, ich komme ja. Ja, dann komm auch. Wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja! Roberto Gomso! Letzte Mal, ja? So, Marco, jetzt noch den Puppenspieler, komm! Ach. Oh, komm! Und haben Sie denn jetzt noch Kontakt zu Herrn Blanco? Wieso? Ich kenne den auch gar nicht. Ja, aber die Geschichte mit Ihrem Vater. Ach, das war doch gelogen! Nein, ich höre halt den Marco so gern als Roberto, nicht? Und freiwillig macht er das nicht. Da muss ich mir schon was einfallen lassen, ne? Echt? Ja, ja. Das mögen Sie. Das mag ich. Ach, wir alle hier mögen das. Das ganze Team flippt immer aus, wenn Roberto singt, ne? Wir können ja mal rüberschalten ins Produktionsbüro. Ruhig doch! Der Puppenspieler ist soweit. Jungs, ich mach den Mob wieder. Ja, das hat man letztes Mal schon gesagt. Ja, fast alle mögen Roberto. Also ich mochte ihn. Hey Meister, du hast mal den Riesencrash gebaut, ne? Aber ohne Helm, oder? Mann, was meinst du? Ja, apropos Crash. Holger, was sagt denn Ihre Freundin dazu, dass Sie jetzt der Vater sind? Ja, Menneke, die weiß das noch gar nicht. Mhm. Ja, so sind sie, die Kerle. Nach dem Bums, der ordentlich in die Hose ging, hauen die einfach ab. Und wir können dann sehen, wie wir damit fertig werden. Scheiße, ich hab das doch gerade eben selber erst erfahren. Woher hätte dann die Britta das wissen sollen? Ja, fragen Sie sie doch. Die ist doch heute Abend hier, nicht? Holger, hätten Sie jetzt gerne ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten? Oh ja, mich schon lieb. Das kann ich mir denken. Doch, Freunde, hier ist die Lebensgefährtin von Holger. Hier ist Britta Schlüter. Ich habe die ganze Sendung mit angesehen. Ja, hoffentlich sind Sie nicht die Einzige. Britta, was sagen Sie denn jetzt zum Fred? Ja, also ich finde ja, der Fred, der ist ein bisschen zu oft in der Werkstatt, ne? Mhm. Ja, der sollte mal lieber öfter mit anderen Kindern spielen. Mhm. Ja, der will immer zu uns in die Werkstatt, das weißt du genau. Außerdem ist das doch ein prima Kerl und der wird mal ein super Mechaniker. Ja, Britta, stört Sie es denn nicht, dass der Holger Sie als Supermechaniker an der Marielle sich versucht hat?
Nö, hat der Holger mir ja längst gebeichtet. Mhm. Haben wir schon lange drüber gesprochen. Das sprechen wir heute noch drüber. Obwohl das 8 Jahre her ist. Frauen vergessen nix. Ja, nee, das stimmt so nicht. Also, es gibt viele Frauen, die vergessen immer, mich anzurufen, obwohl ich denen noch meine Telefonnummer gegeben habe. Nicht? Lisa, Ihnen habe ich doch auch meine Nummer gegeben vorhin, nicht? Habe ich vergessen. Sag mal, ist dir eigentlich vollkommen egal, wer der Vater von deinem Sohn ist? Ich meine, so blöd kann man doch gar nicht sein. Und Lisa, jetzt unterschätzen Sie mir mal den Mann nicht. Natürlich ist mir das nicht egal. Das Wichtigste ist doch, dass der Vater von Fred ein guter Mechaniker ist, ne? Das ist der Holgi. Ich meine, wenn er jetzt zum Beispiel Talkmaster wäre, ne? Mhm. Dann hätten wir beide ein ernstes Wörtchen miteinander zu reden. Talkmaster, hör mal. Ich war mal einsam, aber nicht pervers. Andere Pappnase ist der Vater, nicht du. Das Wichtigste ist doch, dass er ein Junge ist, oder? Wegen der Werkstatt. Ich fass es nicht. Ja, der Mann und der Holger, die haben sowieso immer nur die Werkstatt im Kopf, ne? Ja, Autos, Autos, Autos. So sind sie. Da machst du nichts. Ja, die kümmern sich um nichts anderes. Darum haben der Holger und ich ja auch noch kein eigenes Kind. Ja, Holger, warum eigentlich nicht? Lassen Sie mal, der Holger muss für meine Raten sparen. Ah. Ich habe immer gesagt, der Fred ist mein Kind und das reicht mir. Mhm. Oh, heißt das, du hast das die ganze Zeit gewusst? Ja, sie hat er das gewusst. Und du hast gewusst, wer er das gewusst hat? Wie, ja, sicher hat die das gewusst. Die hat mir doch selber von dem Seitensprung mit dem Holger erzählt und dass sie schwanger ist. Im Vertrauen habe ich dir das erzählt. Ja, und ich habe das dann ganz im Vertrauen im Holger weitererzählt. Bin ich eigentlich hier der Einzige, der von nichts gewusst hat, der Kaiser? Ich hab's auch gewusst. Also der Fred, der weiß auch von nix. Ja. Der Fred und der Mann. Meine beiden Kleinen. Mann, oh Mann, oh Mann, ich stell mir das gerade vor. Meine beste Freundin pennt mit meinem Typen und erzählt mir dann, dass sie schwanger ist. Ja, Lisa, was würden Sie da tun? Da würde ich ja erstmal nachhaltig die Karosserie verbiegen. Ja, hui, Britta, wäre das jetzt nichts, wo wir gerade so schön beisammen sitzen? Ja, da habe ich am Anfang natürlich auch drüber nachgedacht. Mhm. Aber dann dachte ich, nee, die Marielle, das ist eine richtig echte Freundin für mich. Und du für mich. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Ja. Ja, und das schmeißt man nicht so einfach weg, ne? Crash-Freundschaft! Ich meine, anfangs hatten wir schon so ein bisschen Schiss, dass der Mann ausflippt, ne? Weil, also wenn Mann mal wütend ist, dann ist der Mann aber richtig wütend. Logo. Ich habe den Mann schon mal wütend gesehen. Da, ja. Da will ich aber nicht der Grund dafür sein, das weiß ich aber wohl. Ja, und deswegen haben sich ja Britta und Marielle auch gesagt, nee, dem Mann erzählen wir nichts. Ne? Ja, genau. Mann und Holger hätten sich nur eine Köpfe gekriegt, wie die kleinen Kinder, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Ja, womöglich hätten die beiden die Werkstatt verkauft, ne? Aber da hängen die doch so dran. Ja. Ja, und das mit dem Kind ist halt so schlimm, oder was? Ey, was soll denn an dem Fred so schlimm sein, ne? Das ist ein ganz Lieber. Britta, du möchtest auch so gerne ein eigenes Kind haben. Wenn der Holger vor Gericht aussagt, dass der Mann eine Gefahr ist, dann bekommt ihr garantiert das Sorgerecht für den Fred. Und ich endlich mein Geld. Das ist ja wohl das Letzte. Aber das Oberallerletzte, ey. Wir brauchen keine fremde Hilfe. Ja, wir kommen allein klar. Stimmt. Ihr braucht nur eure beiden Pattköpfe mit dieser saublöden Werkstatt. Guck mal, was hat die gesagt? Hat die gerade die Werkstatt blöde genannt? Wir geben nur eins. Crash Driving. Guck mal, Problem. Wir schlagen keine Frauen. Problem gelöst. Crash Woman! Auf unsere Schlappe! Was ist denn jetzt? Astrein! 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 Ja, Manne, Holger! Wieder Kumpels? Was meinst du denn, Männchen? Tja, Holger. Wir sind zwar wieder Kumpels, ne, aber. Für Dinge mit dem Fred, da musst du bezahlen. Wir beide gehen gleich raus auf den Parkplatz. Und nein, nicht der Parkplatz. Kloppen Sie sich hier, ne? Da haben wir alle was davon. Hör mal, nix kloppen. Da steht sein 59er Chevy. Oh. Ey, Mann, was hat denn das mit meinem Wagen zu tun? Das ist jetzt meiner. Als Entschädigung quasi. Ey, sag mal, weißt du, wie lange ich an der Kiste rumgeschraubt habe? 8 Jahre. Und?
Wie lange habe ich für den Jungen bezahlt, an dem du rumgeschraubt hast? 8 Jahre. Aber da war viel weniger dran zu machen als an dem Chevy. Holgi, wir haben die Karre zusammen aufgemöbelt und wir haben den Jungen zusammen erzogen. Und ich finde, das ist ein echt fairer Deal. Okay, komm. Du kriegst den Wagen. Aber wir sind wieder Freunde. Ja, klar. Ja, Crash-Tausching! Und du hilfst mir auch, wenn ich die nächste Karre wieder flott mache. Ja, Logo. Und wir fangen gleich morgen damit an. Ja, Logo. Boah, toll. Ich höre hier immer nur Auto, Auto, Auto. Wann fängst du eigentlich an, mich mal wieder flott zu machen? Ey, Alter, was ist denn jetzt kaputt? Raffst du das denn nicht? Kerl, okay, bist du noch blöder, als ich dachte. Die will ihren eigenen Fred mit dir. Will ich ja auch. Und wir haben es ja auch probiert. Ach, Holger, einmal ist kein Mal. Genau, hat eben nicht geklappt. Ja, bei Ihnen scheint es ja nur über Kreuz zu klappen. Ne, Britta, vielleicht hätten Sie es mal mit dem Manne probieren sollen. Hey, hey, hey. Nee, nee. Ja, wie, hey, gefiel er Ihnen nicht oder wollten Sie nicht? Oder? Na, 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 na. Nee, hat ja nicht geklappt. Wie war das? Was hast du? Ja, willst du dich jetzt beschweren hier oder was? Hast du ein Kind mit meinem Holgi oder ich? Außerdem ist das ja auch schon 8 Jahre her. Und ihr seid dann in Schuld. Genau. Wenn ihr damals nämlich nicht so laut am Vögeln gewesen wärt, dann hättet ihr dem Mann in seinen Klingeln nicht überhört. Und ich hätte nicht bei Britta pennen müssen. Dann ist er jetzt wohl Gleichstand. Da kriege ich aber ganz fix die Karre zurück, aber ganz fix. Oh, oh, oh. Ja, Toffer, jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Ne, blickt ihr noch durch? Nee. Gott sei Dank haben wir ein kleines Video vorbereitet. Film ab. Herbstliches Wetter und Nebel auf der Straße. Das ist Gift für jeden Motor. Da bleibt auch ein robustes Fahrzeug wie das vom Manne gerne mal stehen. Holger und Marielle machen es richtig. Sie bleiben bei dem Wetter zu Hause und sorgen für sicheren Verkehr. Bei starkem Verkehr achten Verkehrsteilnehmer oft nicht auf eindeutige Klingelsignale. Vorbildlich, wie Manne hier reagiert. Er weicht auf eine unbenutzte Nebenstrecke aus und kann dort endlich frei und ungebremst durchstarten. Ganz anders. Leck mal nicht ab, du Quassel-Hannes. Manne, wir sind quitt und die Karre ist wieder mir. Aber bei mir ist kein Kind dabei rausgekommen, ne? Holgi, komm, ey, du kannst die Karre mal am Wochenende haben. Vollgetankt? Vollgetankt. Gebongt? Crash Driver! Ja, Crash Driver, ein gutes Stichwort. Manne, Holger, die Lisa, die hat nämlich noch eine super, super Überraschung für euch vorbereitet. Ach was, dann hat die auch noch ein Kind von meinem Holgi, oder was? Nein, schlimmer. Top, Freunde, kann es noch härter kommen? Und was für ein schreckliches Geheimnis bringt Lisa gleich durch diese Tür? Wir werden es erleben. Kaiser, ist da jetzt ein Witz, oder? Ich würde niemals Witze auf Kosten von Autos machen. Was ist denn so eine Karre wert? Also ca. 42.000, ne? Und die Kröte, die ist da reingeschlängelt. Herr Kaiser, machen Sie mal was. Nehmen Sie fest, sperren Sie ein. Ja, 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 ja. Lisa, warum haben Sie sowas gemacht? Ja, Gott, Freunde. Da sind wir doch mal. Lisa hat für unsere beiden Helden ja noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Und da ist sie noch mal, Lisa Röhrl. Lisa! Hallo Holgi, hallo Manni. Sag mal, ist doch die Tür von meinem Wagen. Ja. Von meinem Wagen. Stellt euch vor, da komme ich auf den Parkplatz und da hat doch echt einer euren Wagen zu Klump gefahren. Kaiser, ist da jetzt ein Witz, oder? Ich würde niemals Witze auf Kosten von Autos machen. Was ist denn so eine Karre wert? Also ca. 42.000, ne? Und die Kröte, die ist da reingeschlängelt. Herr Kaiser, machen Sie mal was. Nehmen Sie fest, sperren Sie ein. Ja, 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 ja. Lisa, warum haben Sie sowas gemacht? Ich? Ja. Wieso ich? Ja. Ich war das doch gar nicht. Nee. Das war irgendein Typ mit einem total alten Auto, aber ich konnte ihn leider nicht erkennen. Der hatte doch glatten Helm auf.
Dann war die doch selber. Die lügt doch, wenn die nur den Mund aufmacht. Ja, wann denn sonst? Ich werd wahnsinnig hier. Ich werd wahnsinnig. Da mit dem Kind ist dir total am Arsch vorbeigegangen. Aber wegen deiner bekloppten Karre, ja, da machst du so ein Trara. Hör mal, Kind, ey, das ist eine Sache von 5 Minuten. An der Karre habe ich 8 Jahre lang geschraubt. Frauen haben echt keine Gefühle. Wir geben euch gleich Gefühle. Nein, bitte. Meine Damen, Gewalt ist doch keine Lösung. Make love never. Gott, Freunde, was haben wir aus dieser Sendung gelernt? Ich bin dümmer, als ich dachte, wenn ich glaube, dass Männer und Frauen...